Relativadverben, wo und was? Relative adverbs do not change form. They often refer to an entire clause. Er spricht vier Fremdsprachen, was uns sehr beeindruckt. He speaks four foreign languages, which impresses us quite a bit. Notice the comma in front of the adverb, was. Ich warte dort, wo wir uns immer treffen. I'll wait where we always meet. Same comma position, second verb at the end of the sentence. Here we get to work a little bit and add the pronoun ourself. Sie besucht mich morgen. She visits me tomorrow. She pays me a visit, which makes me quite happy. Sie besucht mich morgen, was mich sehr freut. Das Wetter ist nicht zu kalt. Weather is not too cold, which is also good. Was gut ist. Ist das die Stadt, wo Sie letzte Woche waren? Where you have been last week? Hier sehen wir eine Universität und eine deutsche Flagge, a German flag, eine University. Das ist die Universität, ich studiert habe, where I studied. You know it now, wo ich studiert habe.